Die Fahrradkops 3. So Strator YouTube Kacke, let's go. Was denn da bist? Absteigen, absteigen, danke schön. Absteigen, absteigen. Schönen guten Tag. Sie müssen absteigen. Zum Autofahrer. Sie gerade machen, geht überhaupt nicht. Ich halte Sie an, weil Sie ein Fehlverhalten an den Tag legen. Fahrradfahren ist verboten. Sie wissen, dass es verboten ist, ne? Oder? Hat es schon rumgesprochen. Halt stehen bei der Polizei! Letzte Aufforderung! Jetzt bei Eagle TV. Bei Eagle TV. Die Fahrradcops sind zurück. Der Tanzi-Einspieler. Von hier wird er gesteuert. Der Gegenangriff auf Kölns Fahrradfahrer. Das Polizeipräsidium setzt auf Beamte, die dafür bekannt sind, dass sie völlig ohne Grund Passanten beleidigen. Die beiden Obersparkos Ralf Kackert. Wie clean war das denn geschnitten? Nochmal. Die beiden Obersparkos Ralf Kackheim und Markus Spastens sind zwei von ihnen. Der Dienst im Sattel, kein Job für arme Beamte. Markus Spastens ist obdachlos und hat sein ganzes Geld bei Candy Crush ausgegeben. In seinem alten Leben fuhr er mit dem Panzer durch die Kölner Innenstadt und bedrohte Kinder auf Spielplätzen. Sein Kollege Ralf Kackheim war früher deutscher Bundeskanzler und bis vor kurzem gehörte er zu einer Sondereinheit, die Radfahrer auf der Autobahn kontrollierte. Für die Fahrradcops beginnt die Schicht. Wahrscheinlich Radfahrer auf der Autobahn gerade. Ich komme gar nicht hinterher. Also ich habe da so Respekt vor so Strator. Macht das so clean, Alter. Ich glaube, es gibt wenig Kanäle auf YouTube, die YouTube-Kacke wirklich so clean machen einfach. Die Beamten sind kaum losgefahren. Da machen die beiden Polizisten erstmal Pause. Kein Bock mehr. Das ist doch nicht jedermanns Sache. Das muss man ganz klar sagen. Das ist schon stressig hier. Und da kann nicht jeder mit umgehen. Oh ja. Da muss man schon... So mega unbegeistert. Oh ja. Oh ja. Ah, jetzt kriege ich auch richtig Bock auf so, guck mal, so richtig schön knusprige Pommes. Seht ihr das? Die sind so schön dick. Wenn die jetzt noch richtig schön fett gewürzt sind, boah, schön knusprig. Oh, ich hab Hunger, Alter. Da muss man schon ein bisschen hart besoffen sein. Jeden Tag aufs Neue. Ja, jeden Tag saufen. Gegen die Irrfahrten wahrscheinlich. Der Fahrradcops scheint kein Kraut gewachsen. Ach, guck mal hier. Hä? So, hallo. Ich grüße Sie. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Parkplatz stehen. Ne? Die Parkplätze müssen in Köln nicht frei bleiben. Ne? Beim nächsten Mal müssen wir Sie töten. Ja? Was, Bruder? Beim nächsten Mal müssen wir Sie töten. Dann verspreche ich Ihnen. Stopp mal, stopp mal. Was ist los? Was ist los? Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackheim. Da hinten gibt's ein Kind da hinten drin, ne? Ja. Wir werden ihn gleich mitnehmen. Wahrscheinlich. Warum? Das Kind muss überprüft werden beim TÜV. Und wenn die nicht mitspielen dabei, dann bleibt das Kind so lange beim TÜV, bis wir ein Ergebnis kriegen. Ja? Und das muss man einfach überprüfen. Da habe ich genug gehabt, wo der TÜV-Prüfer irgendeinen Stempel drauf macht. Und das Kind ist gar nicht zulässig. Das ist so kreativ einfach. Erleben wir jeden Tag. Also die Weiterfahrt kann ich so nicht gestatten jetzt hier, ne? Oha, was war das denn für ein Mörderblick von dem einen Kollegen Schnürschuh da hinten? Guck mal, wie böse er einfach guckt. Hier drüben ist auch noch Einkaufsstraße hier drüben nochmal, ne? Vielleicht können wir ein anderes Kind kaufen jetzt hier, ne? Ja. Das Kind kostet nicht viel Geld, ne? Ja, super, einverstanden. Dann investieren Sie gutes Geld. Ja? Sein Kollege ist währenddessen völlig außer Kontrolle. Sind die am Quatschen? Ja, dann kauft ihr einfach ein neues Kind. Sind auch nicht teuer. Alles klar. Und der andere. Déjà-vu. Er fährt einfach random im Gegenverkehr. Die Radpolizisten setzen immer wieder auf gefährliche Körperverletzungen. Stopp, Polizei! Stehen bleiben! Ein Mann fährt in die falsche Richtung. Runter vom Rad! Deshalb wurde er von Markus Spastens abgeknallt. Ziel erreicht, er hat's begriffen, getötet, ne? Ich glaube, er wird sich halt nochmal überlegen, ob er das nächste Mal so lautstark um die Ecke fährt, ne? Vorbildfunktion, ne? So, fahren wir mal weiter. Ja. Oh, Alter! Ja. Anwohner hatten sich massiv über aggressive Fahrradcops beschwert. Doch auch der Ortswechsel wird den Beamten nur Ärger einbringen. Halt ihn mal an, Markus! Halt ihn mal an! Polizei anhalten! So, hallo. Ich grüße Sie, die Polizei Köln.
Ich hätte gern 300 Euro von ihm. Einfach mal random. Was? Wir sind nur hier, um, ne, um Geld zu kassieren. Ne? Ich möchte, dass Sie mir jetzt 300 Euro geben. Nee. Sie sind einfach nur frech. Sind Sie einfach nur. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Fahrradkops lassen die Personalien des Mannes bei der Zentrale überprüfen. Ralf. Mit einem uralt Knochentelefon. Kommst du mal eben? Ja, so. Also, kleinen Moment. So, ist mehrfach bekannt. Volles Programm. Sachbeschädigung von den Schubkarren. Geht überhaupt gar nicht, ne? Sachbeschädigung von Schubkarren? Ey, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ne? Es ist so anstrengend in irgendeiner Form. Du musst diese Videos erstmal durchgucken, dir ein Skript schreiben. Es ist so schwierig, einfach in irgendeiner Form Clips zu finden und Sätze zu finden, die zueinander passen. Und oft landest du dann am Ende einfach dabei, boah, es wäre noch so lustig. Eigentlich könnte ich das Wort noch mit einbauen. Das Wort sagt aber niemals jemand. Das heißt, du musst nach Silben suchen. Und das ist, finde ich, so das Anstrengendste am YouTube-Kacke schneiden. Wenn du wirklich Ausschau hältst, du guckst jetzt ein 10-Minuten-Video und hörst nur nach einer bestimmten Silbe. Er soll einfach nur V machen. In irgendeinem Wort. Und irgendwann nennt er die Silbe. Und dann hast du 10 Minuten geguckt, du hast sie aber dann nicht gefunden. Dann sagst du dir, okay, dann baue ich die Silbe selber zusammen. Statt V suche ich jetzt einfach ein F und ein Au. Oh, und dann klingt es halt blöd zusammengestellt. F-A-U. So, wisst ihr, was ich meine? Oh, deswegen ganz, ganz, ganz großen Respekt an Sostrator. Ultra clean einfach geschnitten. Und Nick Nolte nur so, endlich habe ich dein V. Erklär ich dir jetzt noch mal den Verdächtigen einer Straftat, sind Sie jetzt? Das Fahrrad stellen wir jetzt sicher? Dazu können, das ist mein Fahrrad. Hören Sie zu, hören Sie zu. Dazu können Sie auch, ja, was sagen. So. Oder auch nichts. Das trifft sagen. Jetzt den Richtigen. Ja? Sie können mir nicht einfach mein Fahrrad wegnehmen. Ich muss damit zur Arbeit jeden Tag hin. Ist uns doch scheißegal. Okay, schönen Tag noch. Tschö. Währenddessen macht der Oberkommissar, was er will. So, dann machen wir jetzt einen Zahlschein dran, ne? Mit diesen Voice-Overs dazu, dann ergibt das einfach noch viel mehr Sinn. Das liebe ich auch so sehr, wenn YouTube-Kacke so eine Story hat. Wisst ihr, was ich meine? Alles egal, ne? 400 Euro kostet das. So wenig? Kostet mehr? Ja. Ach, du bist wieder ein guter Mensch heute. Auf dem Neumarkt versucht es ein Rentner mit einer Abkürzung. Sie dürfen da nicht gehen mit dem Rollator. Die Polizei ist hier. Nicht auf dem Gehweg. Das ist zu gefährlich. Ich helfe Ihnen gerne, aber die Straße ist für Sie da. Natürliche Selektion. Ja, dann schönen Tag. Tschüss. Wie er noch lacht. So, und jetzt fahren wir weiter. Dann auf geht's. Komm, Markus. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Einfach mal random so eine Sequenz. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Als nächstes im Visier. Komm her, Markus, hier. Ja, ich komme. Das ist doch saugefährlich hier vorne. Mensch, passt da darüber auf. Ja. Okay? Aber spinne ich oder reden die voll monoton? Ich höre die ganze Zeit in der gleichen Stimme. Komm mal hier, Markus, komm mal her. Ja, okay. Ah, das ist ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir jetzt, oder? Ja, machen wir. Oder spinne ich? Auch die Originalvorlage, die müssen ja so mega monoton labern die ganze Zeit. Sie verstehen mich nicht. Gucken Sie mal hier. Hier fahren die Autos. Hier kommen die Autos rum. Da müssen Sie runtergehen. Na, gucken Sie mal hier. Viel zu gefährlich hier. Stopp, stopp, stopp. Scheiße, Polizei, Polizei, Mann. Was ist denn dem Leben da vorne? Der ist doch dumm, ist der doch, Junge. Das ist so dumm, was der da macht. Halt stehen bleiben, Polizei. Letzte Aufforderung. So, dreht mal voll durch, einmal voll durch. Halt sich stehen. Sollen Sie Platz machen, ich komme jetzt mit grünem Lamborghini. Letzte Aufforderung. Hallo, hallo. Ja, und ab. Ich komme hinterher. Oh, guck mal, da fährt. Halt stehen bleiben, Polizei. Scheiße. So, dreht noch mal voll durch, einmal voll durch. Bleiben Sie stehen. Letzte Aufforderung. Das ist so dumm, ist der doch, Junge. Das ist so idiotisch, da fertig. Auf diese Idee zu kommen. Ja, dann links, rechts. Wo ist er hin? War jetzt hier runter, Digga. Ah, der biegt ab. Scheiße. Ratlos. Voll stark zusammengeschnitten. Kalt bei den Fahrradcops. Die beiden Beamten wurden richtig Cops genommen. Der Verkehrspolizist Spastens macht seinem Ärger Luft. Kommen Sie mal rüber. Ja, komm mal rüber hier, komm. Gibt's das? Kommen Sie mal rüber. So, kommen Sie mal hier auf die Seite. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ja. So, und jetzt kannst du dich wieder verpissen, ne? Er wollte ihn halt einfach nur begrüßen. Man muss sich jeden Tag neu motivieren.
Man darf es persönlich nehmen. Ich habe was gegen den Herrn persönlich. Dann geht es für die beiden Fahrradcops zum nächsten Einsatzort. Falle, da ist einer gestürzt. Da ist irgendwas passiert da vorne. Ein okay, liegt er da? Mann liegt reglos auf dem Pflaster. Okay. Müssen wir mal kurz gucken. Ja, guck. Augenblick mal. Liebes Twitch-Team, der schläft. Hallo? Hallo, der Herr, bitte. Geht's ihm gut? Hat er Puls? Nein. Der schläft aber mit so einer Technik aus dem Film, wo der Puls nur einmal pro Minute schlägt. Der hat so diese Technik angewandt, damit man denkt, er wäre tot, damit er. Ja. Ich bin kein Arzt hier, aber ist normal. Geht's Ihnen gut? Möchten Sie so liegen bleiben, ja? Das ist doch safe von irgendeiner anderen Stelle, oder? Super, da haben Sie alles im Griff hier, ne? Ja, super. Er liegt hier vor sich hin und genießt die Sonne. Das ist wirklich von der Stelle. Ihm geht's gut, uns auch. Ja, okay. Schönen Tag noch. Tschö, mach's gut. Nee, das ist doch von einer anderen Stelle safe. Aber das sah voll echt aus. Boah, ich hab so voll Realitätsverlust. Ich komme einfach gar nicht mehr klar, was ist real, was nicht. Aber heute wieder viel erlebt, ey. Viele kaputte Leute. Heute, ne? In der kürzesten Zeit, ey. Es gibt gute Gründe, weiterzumachen. Allein im vergangenen Wahnsinn, einfach rückwärts. Im vergangenen Jahr verunglückten in Köln wegen der Fahrradcops über 2000 Radfahrer. Ralle, hier riecht's nach Gras irgendwo. Hier unten, hier riecht's nach Gras, hier. Ultrastarkes Video, lasst gerne Liebe da bei Sostrator. Ganz, 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 ganz viel Liebe. Und wenn ihr auch so YouTube-Kacke-süchtig seid wie ich, dann klickt doch einfach auf dieses Video und schaut euch meine Reaktion auf eine andere YouTube-Kacke an. Dankeschön fürs Anschauen, da geht's direkt weiter.